Ich bin Mandy, ich bin Abteilungsleiterin in der Softwareentwicklung für Projektmanagement und UX/UI. Ich bin der Wolfgang und ich leite den Neukundenvertrieb. Mit welcher beruflichen Tätigkeit würdest du vor deinen Freunden angeben? Angeben ist generell nicht so mein Ding. Was ich an meinem Job besonders mag, ist, die Dinge voranzutreiben. Wir haben zum Beispiel im Bereich UX/UI, also Konzept und Design für digitale Endprodukte, herausgefunden, dass es noch nicht so viele Services auf dem Markt gibt, mit denen man die digitalen Endprodukte vertesten kann. Und das treiben wir voran und das finde ich richtig spannend. Was war das Thema deiner letzten Präsentation? Das war auch für einen potenziellen Neukunden so ein Ersttermin, wo wir mal die ganze Palette vorgestellt haben, was wir eigentlich bei uns an Dienstleistungen und Produkten anbieten können und wo der Kunde auch einen Mehrwert sehen könnte. Was macht dein Bereich eigentlich so einzigartig? Wir haben viele Abteilungen, die sich in den unterschiedlichsten Facetten mit der Entwicklung beschäftigen. Wir haben aber nur eine Abteilung, in der das Projektmanagement und UX/UI, also Konzept und Design, verortet ist für die Softwareentwicklung. Und wir haben auch einen extrem hohen Frauenanteil, was tatsächlich im Bereich Entwicklung eher selten ist. Was ist dein wichtigster beruflicher Ratschlag? Einfach sich selber zu sein, authentisch. Wie sieht für dich eigentlich der perfekte Projektverlauf aus? Das würde bedeuten, Projektmanagement hat möglichst wenig zu tun, weil alles reibungslos läuft und die Gewerke greifen perfekt ineinander, sodass am Ende das bestmögliche digitale Endprodukt dabei rauskommt. Nenne deine liebsten beruflichen Fachbegriffe und erkläre sie. Akquise, dass man neue Menschen und auch neue Unternehmen kennenlernt und die anspricht. Ja, und das mache ich unheimlich gern. Lead, die Menschen und die Firmen, die man neu kennenlernt, soweit für das, was wir eben hier tun, interessiert, dass sie mit uns ins Gespräch gehen, dass wir präsentieren dürfen. Oder auch, dass man sich eben trifft und wir letztendlich im ersten Schritt uns einfach mal als Firma mit unseren Dienstleistungen vorstellen dürfen. Nacktschnecke oder Giraffe als Haustier? Mini-Elefant will ich eigentlich. Was würdest du denn wählen? Ich eine Giraffe. Na, endlich mal jemand, der genauso groß ist wie ich. Ja, so. Ist bei mir ein bisschen anders.